Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gone Home. Ja, genau. Das war noch von der letzten Folge vom Zettel, den wir da gefunden haben. Auf jeden Fall, hier gibt es manchmal Geräusche. Ich krieg die Krise. Ey, man öffnet die scheiß Tür, es fängt an zu blitzen. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, welches Zimmer das war. Ach, das ist dieser Geheim. Okay. Okay, da weiß ich Bescheid. Boah, der Kühlschrank! Fickt euch! Okay, wir gucken erstmal die Küche ab. Was schauen wir hier? Zeugnis alt und möchte Ihnen. Ja, gut. Oh, was haben wir hier? Ich dachte, in der Mikrowelle dort ist was drin. Oh! Potato Chips! Ey, diese ganzen Nebengeräusche. Die machen mich so kaputt im Kopf. Könnte man sich was zu essen was ist? Warum? Was ist das? Käse! Ja gut. Gemüse, Schachtel nehmen. Spinat. Fischstäbchen. Eis. Och nee. Oh, verschwinde mit der Musik, ey. Was ist das?
Okay, es wird immer verstörender mit dem Vater. Sehr geehrte, ich hoffe, da. Glaubst du, zweite Seite? Ja. Okay. Ja, wer kennt's nicht? Eine Schaufel, Erde, Leiche vergraben. Nee, das lassen wir an. Warum ist da ein Milchkarton drinne? Leonie, meine Eltern sind nicht in der Stadt und wir haben sturmfrei. Wer kennt's nicht? Wer hat das nicht gemacht oder macht es heutzutage noch nicht, wenn ja, die Eltern weg sind? Freunde einladen, Party feiern. Ich sehe kein Geld. So, weiter geht's. Okay. Good Scout. Lonnie had her going away show with her band tonight. She's so incredible on stage. When she was singing, I could practically forget everything. That we only had 48 hours left. That I don't know what comes next. That I can't live without her. Then she dedicated the last song to me. And I couldn't take it. I was out on the curb in the alley, sobbing till my ribs hurt. I would follow her anywhere, Katie. But I can't. Where she's going. After a long time, she found me. She said she was sorry. She said, I wish things could be different. I just wanted to make you happy. I said, I don't think you can anymore. Okay, irgendwas scheint mit ihrer Freundin passiert zu sein. Entweder sind die Eltern weggezogen mit ihr oder ist gestorben? Keine Ahnung. Also ich blick da noch nicht ganz durch. Oh. Okay. So, hier hinten ist das Gewächshaus, habe ich gelesen. Vorhin. Nee, erstmal die Waschküche. Waschmittel. Und überall steht so ein Reinigungszeug. Und. Ich glaube, das sind. Sind das wieder Tampons? 15 bis 22 Zentimeter? Was sind denn das für Tampons? Alter! Ich musste ja für meine Ex-Freundin früher auch öfters mal Binden oder Tampons kaufen. Ja gut. Es ist normal, wenn die Frau Krämpfe hat, dass der und nicht aus Haus kann und nicht da ist, dass der Mann das dann erledigt. Ich denke mal, wenn es bei meiner Tochter soweit ist, ja, aber... 22 Zentimeter? Egal, ich mache mir darüber keine Gedanken. Hier gibt's kein Licht. Läuft. Ich hasse immer noch dieses Gewitter hier. Doch, hier gibt's Licht. Wenigstens ein was Positives. Okay.
Ich habe da gerade Stimmen gehört. Ich habe da gerade Stimmen gehört. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was für eine Freude es ist, John Russell wieder im Druck gehen zu sehen. $3,795. Midnight Juni, Final Prepare ist komplett. Da ist was. We agreed our last night together would be our happiest ever. And we'd forget tomorrow was going to come at all. It worked for a while. We had a good time seeing Oscar off. Then ran up to the attic to look through our photos. To find one for Lonnie to take with her. And looking at them, I realized they were all in the past. And there wouldn't be any more. And I didn't know what I was going to do. And I cried. And she held me. She said she knew it was hard, but life would move on. I said I didn't want my life to keep moving without her. That's when she cried too. I was so exhausted. I must have fallen asleep like that, in her arms. In the morning, I woke up, and I was finally alone. Okay. Ja, es geht, scheint wohl doch eine Liebesgeschichte zu sein. Aber das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.